Moin Leute und haben wieder ein recht herzliches Willkommen zum neuen Video. Ich wollte in dem Video hauptsächlich nur sozusagen ein neues Projekt ankündigen. Ah! Scheiße! Ja, Hose ist auch noch nicht durch. Aber richtig rumgelegt. Ja, hier ist es aber teilweise. Oh! Ich hoffe, hier ist nichts kaputt. Scheiße! Aber völlig Kanone. Ich könnte heulen, Alter. Können wir gleich nach Gage zum Abgeichern fahren? Ja. Ist. Ja, naja, gut. Ist die Gabel so verzogen? Lenker. Scheiße. Die Razzierhose, Alter, das ist mir wurscht, aber. Was? Kannst du nicht am Nee. Na, ich muss dir mal wieder nach unten biegen. Mach dir einen Kopf. Übelster Scheiß. Das war richtig unnötig. Kerl, hab ich. Bin ich denn hier hingeflogen? Mein Vorderrad ist weggerutscht. Ja. Also jetzt geht's ans größere Problem, ja. Spiegel. Spiegel geht ja alles, aber hier die Gabel, Junge. Ist die Gabel verbogen oder der Lenker? Nee, das ist die Gabel und der Lenker. Das ist mir alles. Wenn ich die hier oben aufbocke, da ist das Vorderrad in der Luft. Ist die zusammengedrückt? Junge, Junge, Junge. Ja gut, wenn ich irgendwie im Schnee oder so hinfliege, da ist da weniger los hier. Dicker Dreck. Ja, hier bist du mit der Fußkraft. Ja. Scheiße, Alter, übelster. Ich hoffe. Das darfst du aber bald nicht veröffentlichen, so ein Scheiß. Na, aber. Das ist ja völlig ist schief. Hier oben ist es schief und unten. Oder die Gabel war. Na, wie ja, bin ich? Warte mal, ich bin Spiegel, das geht ja alles, aber. Nee. Die Gabelbrücke hat wohl ein Spiel.
Vor allen Dingen, hier ist noch nicht mal was. Also mal am Rad hier drehen. Ja, das ist eine Stimme, die kannst du wieder gerade biegen. Der Hebel hier, Alter. Was ein schöner Hebel. Na, Dreck drin. Es geht aber alles noch. Na Junge, wenn die Gabel kaputt ist. Komm mal, regenerieren wir sie wieder neu. Gerade mal davon geredet von der Gabel. Junge, aber ich freue mich, dass das wieder halbwegs gerade ging. Ne, ohne Witz mal, jetzt ist die Flucht wieder. Das Schutzblech ist wurscht, das können wir alles biegen. Nur kaputte Federgabel. Das fickt mich. Sag mal, guck mal von oben, ist das Vorderrad wieder gerade? Ja, ich sehe es nicht, da ist das Schutzblech. Aber ich würde schon sagen, dass es gerade ist. Und Lenker? Ja, halt so schief. Aber ja, so ungefähr bei der Straßen, denke ich. Kannst du auch nochmal gucken. Das ist nur ein Schutzblech, weil das hat ja übelst doch. Ich will gerade keinen Spaß machen. Boah Junge, das ist wieder wie neu! Das sag ich doch! Geil, Junge! Blinker juckt mich alles, ne? Hier, Bauten so kann ich neu machen, der wird voller Matsch sein. Na mach das mal mit. Zu grob. Junge, ich könnte ausrasten, dass das wieder alles in Ordnung ist. Ich freue mich, wie es auch. Und hier, ohne die Bleche hier. Das ist das alles. Wenn es mir hier nicht abgerissen hat. So, guck noch mal das Vorderrad. Aber das hat wieder voll die Flucht. Geil, Junge! Hose ist aber doch zerrissen. Oh, ein Auto. Der Förster? Kann ich hier stehen bleiben? Das war nur irgend so ein Spaziergänger oder so mit dem Hund. Junge, mir zittern noch die Arme. Richtig spektakulär aus. Da habe ich meine Kamera jetzt. So ein. Aber das ist einfach wieder krass. Als wir abgebremst haben und da durch das Grasen was nass ist, war übel schwierig. Ich muss mir das nochmal. Sind die Spuren hier von mir? Ja. Aber jeder war auch von mir, ich bin oben in den Vorderrad gerutscht. Deine hier, glaube ich, die hier so. Du bist hier runter oder. Ach nee, hier ist deine Spur. Hier hast du abgebremst, hier runter. Ich bin hier vorne, das war mein Hinterrad und das hier mein Vorderrad, hier ist die Fußraste eingestochen. Ist das hier deine Spur oder meine? So weit drüben war ich aber nicht. Da ist das mein. Ich weiß nicht, mit was ich dort gebremst habe. Doppel weg und wieder nach rechts dann und dann bist du da so seitwärts so. Ich weiß nicht. Hast du einen 14er mit? Ich habe auch nur 13 und so. Aber scheint wirklich wieder, ne? Krieg mich nicht mehr. Linke Knie tut ein bisschen weh, aber das auch nicht weiter. Bis zur Hochzeit. Nee, aber trotzdem das linke wahrscheinlich irgendwie drauf oder so. Drauf auf die alte. Das war jetzt auch gerade Morbid wahrscheinlich. Das rechte Knie in einem weichen Matsch. Ja. Ne, wirklich mal, das ist wieder gut gerade. Vielleicht noch, der Lenker ist ein bisschen zu sehr nach rechts. Aber das mache ich gleich nochmal. Wie muss ich denn das da biegen? Das Vorderrad mehr nach links, oder? Also mit der linken Hand drücken. Los, setz dich mal bitte drauf.
ich hier ruhig mal Moped hinstellen kann. So, jetzt hier runtergefahren. Ah. Siehst du, wir hätten über die Wiese fahren sollen. Junge, ich hatte so einen Schock, weil da war alles verbogen. Ach, ich hör auf mit Moped fahren. Scheiße. Also ich biege jetzt in die Richtung. Ja. So. Von mir ist es viel. Wollen wir? Ja. Na, halt mal dagegen. Ich hatte das Gefühl, es kam ein bisschen. Das ist nur so ein Dosenblech, Alter. Mehr ist da unten dabei. Und zum Glück hatte ich einen Helm auf. Junge. Ich wollte ja nur eine scheiß Videoankündigung machen und jetzt. Hier Lack ist auch ab, aber das kann ja auch vom Abkärchern kommen. Fahren wir. Ja. Oh, krasse Schnittwunde hier. Oh, Scheiße. Ah. Scheiße, du. Na, hier weiter. Nur im ersten Gang und 3 km/h. Ich bin jetzt für mein Leben traumatisiert. Das ist immer noch schief, das scheiß Holzblech. Fahr vor! Jo, also jetzt nach dem kleinen, schweren, dummen, sinnlosen Unfall hier zum eigentlichen Video. Wir sind letztens so 1,5 Stunden im Wald gefahren und das habe ich als paar so 7, 8, 10 Minuten Videos zusammengeschnitten, also auseinandergeschnitten, nur so ein bisschen bearbeitet und das will ich euch da mal so als einzelne Teile hochladen, ungefähr so 8 Teile oder so. Kamera ist auch noch dran, aber ich gucke ja gleich jetzt mal nach